So, das ist nur bei Resident Evil 4. Weiter geht's immer noch in den Minensystem zusammen mit unserem Händlerfreund und Leon Staublunge Kennedy. Ihr habt, falls ihr euch immer gefragt habt, was das S in seinem Namen zu bedeuten hat. Staublunge, weil immer in Minen rumhängt oder irgendwelchen Kanalsystemen, das ist doch kein Job, Mann, das kann nicht gesund sein. Aber immerhin der Händler freut sich, neben mir zu stehen. Oh Gott, ein Star, ich kenne dich aus Resident Evil 2, wie er da steht und atmet einfach nur und existiert. Seine schönsten gewobenen Schuhe angezogen hat. Du bist ein guter Mann. Guter Mann, wo soll ich eigentlich lang gehen? Blöde Frage, mal auf die Karte kurz schauen. Ja, wir müssen eigentlich hier lang gehen. Okay, da gibt es dann die Käfigkeile, die schauen wir uns gleich an, aber ich gehe erstmal hier durch die Tür. Kann ich da durch? Ja, ja. Fick diese Tür. Rotes Kraut. Holy shit. Das sollte ich mitnehmen. Sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe mein Inventar ein bisschen überarbeitet. Also ich habe viele der grünen Kräuter einfach mal kombiniert. Ich hatte echt keinen Platz mehr. Ich mache es echt ungern. Wie gesagt, ich habe sehr lange ausgehalten. Jetzt dachte ich mir, ich sollte vielleicht ein bisschen Platz machen für irgendwas, wenn es mal um die Ecke kommt. So, hallo. Raketenwerfer umsonst, den kann ich nicht mal mitnehmen. Muss ich abschlagen? Das ist wie wenn dein Konto Minus ist. Du kannst nicht mal Zeug nehmen, das umsonst ist. Alter, ich muss Geld verdienen, damit ich das Zeug mitnehmen kann, das umsonst ist. Das ist Kraut. Das ist gelb. Gott, das ist gelb. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann können wir... Oh, ich habe noch zwei andere. What? Okay. Das ist sehr gut. Dann... Die nächste Passage könnte ein bisschen haarig werden. Nicht flauschig, haarig. Das ist ein Unterschied. So borstenmäßig, ekliges Zeug, was du nicht anfassen willst, wo du denkst, irgendwie süß, aber ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich das anfassen will. Nope. Gab's da nicht irgendwo noch einen Eingang? Rage in a fucking cage. Drei Stages. Du. Etwas anderes, das wir nicht spoilern werden. Bis auf den Tod. Das ist im Prinzip die Beschreibung, was wir jetzt gleich machen werden. Ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie nervig. Ich weiß auch nicht. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich renne trotzdem erstmal hier hoch. Ashley. Naja. What is that? Tata! Ist er nicht putzig? Du bist ein hässlicher Motherfucker. Heilige Scheiße. Okay, Ziel ist, hier durchzukommen. Wie gesagt, drei Stages. Wir müssen schauen, dass... Es muss noch einen weiteren Notschalter geben. Oh, komm schon. Why you do this? Nicht greifen, Mann. Das ist nicht cool. Und es ist halt ultra eng. So, der Kampf... Selber in Anführungszeichen, das ist nicht wirklich schwierig. Ja, okay. Okay, lass mich schießen, kein Problem. Der Triggerfinger. Und zack. Okay, jetzt sollten die Türen sich öffnen lassen. Da hast du 30 Sekunden, um an den komischen Keksteig vorbeizurennen. Um dann durchzukommen. Ansonsten fällt der Käfig, was nicht gesund ist für meine Beine. Stage 1, complete. Genug Arcade-Game. Repair, die ist zwar scheiße, aber auch die brauchen zu Hause. Okay, erstmal überlegen. Jetzt müssen wir es klug machen. Ah, shit, das war nicht klug. Das war absolut nicht klug. So ein Scheiß. Oh, fuck. Da ist es Zeit. Jupp, das ist Zeit. Geh mal hier lang. Das war auch nicht der Schalter für das hier, by the way. Alles gut. Ich weiß voll, was ich mache. Schalter berühren. Bis auf den Tod. Nope. TMP-Munition. Mein bester Freund. Okay, wenn er geschlagen hat, einfach dran vorbeirennen. Also wie gesagt, wenn er mich nicht frontal wirklich angreift und einfach drauf losprügelt, ist es gar nicht so schwierig. Hier so ein bisschen ausweichen. Ja, okay, das geht dann auch. Oh, fuck. Rechts lang, glaube ich. Oh, ist gut, das ist gut. Okay, okay. Smooth. Easy. Wo
Wo kommt der grüne Schein her? Komm, butt. Schalter. Kann ich dich... Ah, shit. Okay. Putz mal da drauf. Yes, das muss doch reingeben. Das hast du gut erfasst. Fucking hell. Gitter durch den Nacken. Das kann nicht gesund sein. Yeah, okay. Bring deinen Freund mit, kein Problem. Ah, shit. Okay. Nope. Volle Health. Mehr Health. Ich bin voll dran vorbeigerannt. Ein bisschen hier rein. Secret. Ouch. Jetzt ist es kein Secret mehr, der hat's gesehen. Was soll ich dazu sagen? Ah, scheiße. Okay, Schalter. Irgendwie aus der Ecke wieder rauskommen. Na, es klappt. Es klappt, wenn man schnell genug ist und einfach sich durchschlängelt. So gut es geht. Was war das für eine Kurve, Mann? Alter! What? Warte mal, wo? Muss ich hier? Jop. Was war das denn gerade? Hat er es gewollt und dann doch nicht? Ist ihm Nagel abgebrochen? Fragen über Fragen. Puh, okay. Da bleibt mir nur noch zu sagen. Get fucked, mein Freund. Get fucked. Schönen Tag dann noch. Rage in a fucking cage. Das war okay. Hätte schlimmer laufen können, auf jeden Fall. Das war's noch nicht. Hallo, es ist Resident Evil. Komm schon. Jetzt, wenn es schon war. Jetzt, wenn er aufgibt, hinfällt und keine Lust mehr hat. Der ist zu hässlich, dass er gleich aufhört. Die Leute haben nichts zu verlieren. Die machen einfach weiter. Dann wollen wir mal schauen, welchen Teil von dir ich zuerst kastriere. Ich habe 30 Kugeln da drin. Das ist auf jeden Fall eine Option. Ich glaub, das sollten wir machen. Wenn wir dieses rote Kraut gleich mitnehmen. Ist er noch hinter mir? Hey du. Freund? Oh Gott. Freunde machen sowas nicht. Sich anschleichen mit Tentakeln aus dem Rücken. Meine Freunde haben keine Tentakeln im Rücken. Ja, soll jetzt nicht falsch klingen oder so, aber das ist nicht die Art Freund, die ich mir eigentlich vorstelle. Okay, kann ich da irgendwie... treffe ich das Ding? Feuer, Bitch! Feuer! Magst du nicht? Oh, tut mir leid. Ist dir zu warm. Immer am Quengeln, Mann. Die Käfigstäbe sind zu kalt. Oh, das Feuer auf meiner Haut ist zu heiß. Ja, Moment. Ich muss stilvoll sein. Zack, 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 zack. Papau! Okay, ich sollte mal das Ding nehmen. Oh, bist du hingefallen? So oft ins Gesicht geschossen worden. Jo, oh. Der Kapaton, was ist denn da los? Du killst mich jetzt aber nicht, oder? Mach keinen Scheiß. Nope, das lasse ich nicht zu. Das ist, wenn mir hinterher galoppiert, das ist irgendwie schon ein bisschen creepy. Solltest du nicht. Oh! Holy shit, es ist okay. Was ist denn das für eine Attacke? Wann kannst du die denn? Ich wollte gerade sagen, normalerweise geht er doch im Boden und lässt mich einfach in Ruhe und denkt sich, ja, ich komme mal hier raus und da ist keiner und dann merkt das, ist traurig. Ich lach, schieß auf ihn. Ja, genau. Sowas habe ich mir gedacht. Geh doch down, Digga. Lass mir das rote Kraut mitnehmen. Ja, im Prinzip nicht wirklich schwierig, der Kampf. Ausweichen, warten, bis er irgendwann mal hochkommt. Ich weiß nicht, ob sein Anus so verletzlich ist. Oh, echt jetzt? Ich muss mehr Zeug an dir verschwenden. Da ist, glaube ich, irgendwo ein Fass noch drin. Jetzt komm schon. Dass er so viele Kugeln braucht, habe ich echt nicht mehr in Erinnerung. Und zack.
einfach das Spielchen weitermachen. Ein bisschen zündeln. Hoffen, dass es genug ist. Nein, nein, ist nicht genug. Okay. Nachschlag für den Mann am Tisch 3. Mehr Blei? Fragezeichen. Okay, ich habe wenig Magnum Bullets. Ich lasse es jetzt mal mittlerweile. Die will ich eigentlich aufheben. Was anderes. Oh, da geht er down. Okay. Ich habe schon gedacht, wir verstehen uns hier nicht, was jetzt gerade passieren muss. Hat er das Skript nicht gelesen? Puh, okay, okay. Das war okay. Hätte schlimmer laufen können. Trotzdem viel zu viele Magnum Bullets vergeudet gerade an den Penner. Auf jeden Fall die Pistolenmunition mitnehmen. Und dann erstmal die Lage checken. Ja, Rage in a fucking Cap. Warum sieht es aus wie ein Dick? Bin ich im linken Ei? Scheint so. Gar nicht so übel, wie ich dachte. So, wir gehen da lang. Gehen wir da lang? Wir kommen daher. Wo zur Hölle gehen wir lang? Gehen wir hier lang? Oh, wir gehen hier lang. Das ist gut. Stimmt, auf der Karte war eine Tür. Dann könnte ich versuchen, die Tür zu finden, die auf der Karte zu sehen ist. Hier ist gar niemand. Was gut ist. Also ich muss sagen, healthmäßig war es okay. Der Kampf, also gerade der Kampf im Käfig ist halt ultra nervtötend. Da kannst du halt extrem schnell irgendwie in die Ecke gedrängt werden. Du kannst machen, was du willst. Da kommst du einfach dann nicht mehr raus, was gehittet. Ein, zwei Mal passiert, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen, ja, ja. Kann man sich gefallen lassen. Ich habe die Granate. Schon lange keine Granate mehr gehabt. Ich habe einen Haufen Feuergranaten, die halt shit sind, aber so eine richtige Granate, die in die Luft geht und auch echt mal was zerstören kann. Das ist neu. Aber gut, ich mag das Gefühl. Keine Schlange ist schon mal gut. Keine Schlange ist eine gute Schlange. So, jetzt sollte ich mal ganz kurz das hier nehmen und ich glaube, ich kombiniere es mal mit dem, denn ich brauche eigentlich gerade... Fuck you! Nicht mehr wirklich das, andere Scope. Thermoscope? Thermo war es, ganz genau. Thermoshit brauche ich gerade nicht. Da werden keine Viecher mehr. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch irgendwelche Viecher gibt. Es geht! Ich habe so viel Sniper-Armor, ich glaube, ich mache den Teil auf jeden Fall mit Sniper-Munition komplett. Einfach nur die Sniper auspacken und alles töten, was gerade nicht getötet wurde. Hier, der die Pausenglocke nicht gehört hat. 1400 Peseten. 1400 Peseten. 1600. What the fuck? Warum haben die eigentlich so viel Kohle dabei? Die schmutzigen Leute, die ums Feuer stehen. Geerbt, oder? Oh, da ist ein Loch. Ja, ja, ich will. Ja, ich will. Erkunden wir dieses Loch. Ich bin offen für neue Löcher, von dem her. Kein Problem. Aber Bescheid sagen. Das hier ist ein... Ja. Platzmäßig auf jeden Fall nicht übel. Es geht. Blauer Stein des Verrats. Das habe ich selten in Löchern bisher gefunden, aber in diesem Loch ist es... Da ist ein Händler in diesem Loch. What the fuck? Na, geht noch ein kleiner Dicktunnel raus. Gehen wir hier lang. Oh, zwei für einen. Wunderschön. 5000, okay. Dann können wir auf jeden Fall die Upgrades mal machen. Ich glaube nicht alle. Ich habe auch die Statue vergessen, was echt doof ist. Krausers Nachricht. Offenbar hat Saddle mich von Anfang an durchschaut. Mir ist es zwar gelungen, Ashley zu entführen, aber ich habe gleich gemerkt, dass Saddle mir nicht ganz vertrauen wollte. So hatte ich keine andere Wahl, als die Frau um Hilfe zu bitten. Vielleicht wusste sie von vornherein, dass es so kommen würde. Ich spürte, dass es anders bezweckte als Wesker und ich. Das ist die Gelegenheit, es herauszufinden. Und wenn ich Leon beseitigt und die Probe bekommen habe, stecke ich sie mit Leon in den Leichensack und schicke sie beide an Wesker. Okay, das ist cool. Was geht? Was geht? Da gibt es noch eine Shooting Range, aber da können wir da überhaupt noch rein? Wir können noch rein, aber brauche ich nicht. Welcome. Ich habe alles. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch irgendwas gewinnen könnte, deswegen... Bist du wirklich oder laberst du? Ha.
Das ist teuer. Das ist auf jeden Fall, das ist teuer. Holy fuck, das ist teuer. Warte mal ganz kurz. War ich so klug und hab nicht nachgeladen? Ja, immerhin. Immerhin habe ich nicht nachgeladen, so. Ein bisschen. Ich komme gleich wieder, nämlich jetzt. Direkt mal zurück, dive in seinen Mantel. Zeug, lass mich doch erstmal auspacken. Wie so ein Kind am Weihnachtsmorgen. Was habt ihr, was habt ihr? Was hab ich, was hab ich? Pack aus. Warte doch, Jesus Christ. Was soll ich dir sagen? Ich will's ja nicht spoilern, mein Freund. Zwei Smaragde. Der blaue Stein des Verrats, ja genau. Einzeln für 3500. Ich hätte die Statue, glaube ich, mit 2 oder 3 Steinen für 40.000 verscherbeln können. Mehr. Auf jeden Fall mehr. Okay, das könnte ich zur Not auch verkaufen, den Infrarot-Zielrohr. Denn Regenerator gibt es, glaube ich, keine mehr. Oder vergesse ich gerade irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich behalte es auf jeden Fall. Falls ich was vergessen haben sollte, wird es mir wie Schuppen von den Augen fallen, was eine dumme Redewendung ist, weil ich noch nicht Schuppen in den Augen hatte. Auch nicht auf dem Kopf, aber vor allem nicht in den Augen. Personalize. Oh ja. Oh Gott, ja, schau es dir an. All die Munition, die ich umsonst bekommen habe. Okay, 100. Das ist gut. Das ist gut. Fast ein bisschen spät, aber kann ich auf jeden Fall gut verwenden für die nächsten Passagen. Und dann machen wir die Feuerkraft. Ich habe noch 71.000. Habe ich noch irgendwas Wichtiges anderes? Hier ist Exklusive, aber das lasse ich erstmal. Nee, nee. Thank you. Oh, da gibt's nochmal. Warte mal ganz kurz. Okay, ja gut, ich musste beim Kampf nachladen. Immerhin, immerhin kriege ich ein bisschen was. Hab überlegt, so, habe ich es jetzt echt verkackt und mir einfach noch auch die Magnum Bullets selber geklaut? Nope. 150.000. Ja, das ist teuer, das ist extrem teuer. Das werde ich jetzt auch nicht machen können. Aber das ist halt nochmal fucking Prestige-Upgrade, wo die Waffe dann, glaube ich, doppelt so viel Schaden nochmal macht. Ist geil, ist auf jeden Fall geil. Definitiv. Werde ich aber wahrscheinlich in dem Walkthrough nicht mehr hinkriegen, denn ich habe einfach zu viele Schätze verpasst, zu wenig Scheiß gesammelt. Aber im Großen und Ganzen war es trotzdem okay. Wie gesagt, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Beim nächsten Mal geht's weiter und es geht Schlag auf Schlag. Wir haben nicht mehr so arg viel vor uns, aber ein paar interessante Sachen auf jeden Fall. Wir sehen Krauser nochmal. Krauser Boy. Wir sehen Krausy Boy nochmal. Und ein paar andere Bekannte natürlich. Freudig auf jeden Fall auf eine neue spannende Folge Resident Evil 4. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.